Baby. Wie geht's euch? Wie geht's? Wie steht's? Alles fit im Schritt oder was? Alles gut bei mir. Danke der Nachfrage. Danke, danke. Bei mir ist alles gut. Und ansonsten werde ich heute euch nochmal meinen neuen Partner vorstellen. Da werden wir heute ein bisschen noch was verlosen. Probepaket für die Mods. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich muss da jetzt nicht groß was zu sagen. Also, wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder ich es euch jetzt mitteilen werde. Gamers Only ist ab sofort mein Partner. Für die Leute, die nicht wissen, was Gamers Only ist, das ist ein Fokus-Drink fürs Zocken oder für auch andere Sachen. Ich werde es fürs Zocken benutzen, auch entspannt. Und für die Leute, die jetzt sagen, Booster, bla bla bla, Abzocke braucht man nicht, müsst ihr euch auch nicht kaufen. Ganz einfach, Digga. Ich habe mich für Gamers Only entschieden. Ich habe auch andere Angebote gehabt, so ist es nicht. Aber ich habe mich für Gamers Only entschieden. Erstmal, weil die Inhaltsstoffe, die da drin sind, besser sind als bei vielen anderen. Dann muss ich auch ehrlicherweise sagen, gefällt mir das Design, der Name Gamers Only, finde ich sehr geil, muss ich fairerweise sagen. Ist für mich persönlich der beste Name für einen Booster. Ich mag den Retro-Look, ihr kennt mich, ich mag diesen Retro-Look einfach extrem gerne. Ja, diesen New Wave-Look, der hat mir direkt zugesagt, Digga, finde ich sehr gut. Und ansonsten von der Aufmachung jetzt, also die Dinger werden wir heute verlosen. Hier eine Unterschrift. Hier ist ein Booster, eine Flasche mit drin, ein Shaker. Auf dem Shaker eine Unterschrift. Davon verlosen wir 5 Dinger. Und von der Aufmachung finde ich das Produkt, also die Optik, sehr gut. Ich habe vorhin schon Probleme damit gehabt, das wieder reinzubekommen. So wie immer. Wie war das nochmal? So. Perfekt. Gut. Ja, von der Aufmachung. Diesen Retro-Look fühle ich einfach extrem. Das Design der Dose ist halt eine Dose, ja, da kann man nicht viel designen, außer das Etikett. Mir hat persönlich das Produkt zugesagt, von der Wirkung her, von den Inhaltsstoffen im Vergleich zu anderen, Konkurrenten. Ich krieg die Flasche da nicht mehr rein, Digga. Sie kehren aber nach Keudung. Ey! So, perfekt, jetzt habe ich's. So, ja, hallo. So, perfekt. Und ich persönlich finde halt den Namen einfach geil, Digga. Ich finde persönlich den Namen extrem nice. Gamers Only ist, finde ich, ein Spruch bzw. Name, der sich einbrennt, oder? Was mir persönlich auch zugesagt hat, ist, Gamers Only ist noch nicht so bekannt wie andere Marken, was ich wahrscheinlich jetzt ändern werde. Und ich hatte auch einfach Lust, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich habe sie persönlich kennengelernt. Wir waren persönlich in Hamburg essen. Ich habe die Leute kennengelernt hinter der Marke. Und das ist für euch eigentlich völlig egal. Für mich aber nicht. Ich habe mich mit den Leuten 1 plus verstanden. Sehr gutes Essen gewesen. Und wenn die Chemie hinter den Kulissen stimmt, kann das, was im Nachhinein rauskommt, nämlich das Produkt, die Zusammenarbeit, die eigenen Geschmäcker, die vielleicht noch kommen, nur eine gute Zusammenarbeit werden. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, Digga. Und es ist made in Germany. Wer mit solchen Boostern ein Problem hat und sagt, Abzocke, bla bla bla, das ist eure Meinung, das ist auch gar kein Problem. Ich habe aber schon mit solchen Leuten zusammengearbeitet vor Jahren, mit anderen Marke. Und wenn ihr die Dinger nicht fühlt und sagt, das ist scheiße, dann ist es eure Meinung, das ist gar kein Problem. Jeder hat seine eigene Meinung zu solchen Sachen. Meine Meinung ist, wie man unschwer erkennen kann, eine andere. Ihr müsst euch das Zeug nicht kaufen. Niemand ist verpflichtet dazu, sich das zu kaufen. Und gut ist. Ganz einfache Sache. Wir stellen den Eistee beiseite. Neue Ära auch bei mir jetzt. Ab sofort wird hier nicht mehr ein Energy Drink stehen, sondern ein Focus Booster von Gamers Only. Und ich kann euch eins sagen, in der Zeit, wo ich so viel abgenommen habe, lag auch unter anderem daran, dass ich fast keine Energy Drinks mehr getrunken habe und nur noch Booster. Und man kann von den Sachen halten, die da drin sind, was man möchte. Fakt ist aber einfach, für mich persönlich ist es wesentlich besser, so einen Focus Booster zu trinken, als ein Monster Energy. Denn ihr wisst, die Dinger von Monster Energy, Red Bull etc. sind nicht so gut. Also ich werde jetzt hier, ich habe andere Sorten schon probiert. Ich werde jetzt Blaubeere probieren. Nitro-Blaubeere. Ah, zum Glück schon die Kohlensäure raus. Stößchen. Köstlich. Leider muss ich sagen, eine Schande über mein Haupt. Ich habe keine Eiswürfel mehr zu Hause, Digga. Das hat mich aufgeregt. Ich war kurz davor, noch zur Tankstelle zu fahren oder Holger anzurufen, ob er mir Eiswürfel vorbeibringt, Digga. Das hat mich genervt, Alter. Ja, tut mir leid. Ich habe jetzt eiskaltes, gekühltes
Wasser mit Kohlensäure genommen. Ach, Digga, das habe ich aufgeregt, dass ich keinen Eiswürfel hatte. Was ist mit deinem eigenen Booster? Wie vor schon über einem halben Jahr in Planung war, habe ich schon längst gesagt, dass das nichts geworden ist, Digga. Zu viel Kopfschmerzerei. Zu viel Kopfschmerzerei. Ich bin froh, dass ich jetzt mit Gamers Only zusammenarbeite, Digga. Und ich hoffe, so wie mit all meinen Partnern, Mifcom, Egato und, dass ich mit denen nicht eine kurze Zusammenarbeit habe. Sowieso nicht, man hat ja einen Vertrag unterschrieben. Sondern, dass das über lange Zeit reibungslos verläuft. Ich habe mich, wie gesagt, mit den Geschäftspartnern ja getroffen, beziehungsweise mit den Inhabern von Gamers Only. Und da hat die Chemie gestimmt, wisst ihr, wie ich meine? Da war alles in Ordnung. Da hat man über, die haben über meine Witze gelacht. Und auch über Witze, die eventuell irgendjemand anderes nicht drüber gelacht hätte. Wisst ihr, wie ich meine? Also, das war cool. Das war einfach cool, Digga. Ich weiß, für die muss ich mich nicht verstellen, um politisch korrekt zu sein. Wenn ich mal einen Spruch, einen herberen Spruch raushaue, dann lachen die und gut ist. Wisst ihr, wie ich meine? Die akzeptieren mich so, wie ich bin. Als Person, als Streamer, als YouTuber, als Marke. Und das war der ausschlaggebende Punkt auch, warum ich gesagt habe, perfekt, sehr gut. Auf Ansage, du wärst mal fett. Oscar, Will, auf Ansage, ich leck mal deiner Mom das Poloch. Ja, dir, ich habe eine gute Verdauung, beziehungsweise einen guten Stoffwechsel. Guck mal, das ist jetzt das im Grunde die dritte Mahlzeit, die ich esse, die warme Mahlzeit. Ich habe heute um 2:30 bei Oma Mittag gegessen, Frikadellen, Kartoffeln und. Dann habe ich relativ zeitnah gegen 4:30 einen fetten Döner-Teller mit Pommes. Nachtisch. Noch so Pizzabrot. Wie heißt das nochmal? Habe ich vergessen vom Türken. 2 Tee, eine Cola. Jetzt im Stream immer ein bisschen genascht. Pick up hier, pick up da. Nesquik hier. Lamajun, genau. Danke, Medi. Und jetzt esse ich nochmal einen Toast mit Frikadelle. Und ich werde halt nicht fett. Ich sag euch ehrlich, das, was mich wirklich fett gemacht hat, beziehungsweise woher dann dieser kleine Bauch hier kommt und diese kleinen Rettungsringe hier an der Seite. Soll ich euch ehrlich sagen, woher das kommt, Digga? Zum Teil natürlich, weil ich sehr gerne Eistee trinke. Aber ich sag euch ehrlich, das kommt vom Monster. Eistee ein kleiner Bestandteil, aber von Energies, Digga. Energies machen dich einfach fett. Deswegen freue ich mich auch, dass Gamers Only jetzt wieder mein Partner ist. Es wird drüber gestritten, es ist gut, es ist schlecht. Ist mir egal, ob die Leute darüber streiten. Ich kann nur von mir aus sagen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber allgemein, damals, als ich mit Fesky gepartnert war, oder jetzt auch mit Gamers Only, wenn ich so ein Ding trinke, habe ich wirklich das Gefühl, oder nicht das Gefühl, ich merke es, ich bin fokussierter beim Zocken. Und es ist wesentlich gesünder als scheiß Monster Energy, Digga. Oder Red Bull. Kann auch sein, dass ich mich da täusche, aber ich hatte mich, glaube ich, mal informiert. Und ich glaube, das ist vom Zuckergehalt etc. ist auch, ja. Mili, ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass das ein Placebo-Effekt ist oder Einbildung. Damals, als ich mit Fesky gepartnert war und deren Booster getrunken habe, habe ich definitiv einen anderen Fokus auf Socken gehabt. Als ohne. Ist das nicht der Placebo-Effekt? Ich glaube nicht, Digga. Wie ist der Booster bis jetzt gewesen? Also ich habe nur einen getrunken, weil ich bin der Meinung, mehr als ein so ein Ding am Abend solltest du nicht trinken. Nein, ich bin nicht der Meinung, du solltest nicht mehr als ein davon am Abend trinken. Der war gut. Der hat geknallt ein bisschen. Ich war fokussierter beim Zocken. Irgendwann lässt die Wirkung natürlich wieder ein bisschen nach. Aber ich habe jetzt keinen Down oder fühle mich irgendwie müde oder so. Ich fühle mich gut. Ihr dürft ja nicht vergessen, das erste Mal, als ich sowas getrunken habe, aber nicht von Gamers Only, sondern damals auch von Fesky, Digga. Da habe ich, ohne zu gucken, die Dosierung, habe ich nichts geguckt. Da habe ich so einen Shake mir gemacht, Digga. Und hab drei oder vier Löffel reingemacht, hab Wasser reingeschüttet und hab getrunken im Stream. Digga, 10 Minuten später hing ich da und hab Magenschmerzen gehabt, Digga. Und hab gesagt, oh Jungs, ich muss mal kurz was erledigen, Digga. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich so fett abgeschissen auf Toilette, Digga. Mir ist so die Pisse aus dem Arschloch rausgeschossen. Als ich zu viel von dem Zeug drin hatte, hatte ich richtig Herzrasen. Man sollte natürlich, das ist doch nicht verwunderlich, Bruder. Wenn ich 4 Energy hintereinander trinke, 4 große Dosen Monster, da habe ich auch Herzrasen. Die Dinger darf man nicht einfach trinken wie Wasser. Die muss man gut dosieren. Steht ja auch drauf. Bei Kaffee, Red Bull, überall ist das, kriegst du Herzrasen. Ich habe das Ding mir genau hier nach der Gebrauchsanweisung befüllt. Ein Messlöffel, 5 Gramm Pulver in 350 Milliliter kaltes Wasser. Das hat 700 Milliliter, also habe ich 2 Löffel reingemacht. Klar, steht auch andererseits wieder drauf. Die tägliche empfohlene Verzehrmenge von 5 Gramm darf nicht überschritten werden. Ich weiß nicht, ob es gesetzlich da draufstehen muss. Aber ich habe mir ein so ein Ding reingehauen, war gut. Nichts geht über ein kaltes Glas Milch. Und wenn ihr denkt, dass solche Dinger reinknallen, dann
Es gibt noch viel schlimmere Dinge auf dem Markt. Schlimmere. Ich meine Amerika, genau, richtig. Und ich hatte ja vorhin schon die Thematik angesprochen. So ein Ding, wo viele sich drüber beschweren. So ein Ding kostet, sagen wir mal, 5 Euro in der Produktion. Ich weiß nicht, was es kostet. Es kostet 5 Euro in der Produktion als Beispielszahl. Und es wird verkauft für 40 Euro. Was aber nicht mitberechnet wird, ist nicht die Produktion, die ist mitberechnet, sondern Arbeitskräfte, Lager, bla bla bla. Also es sind ja nicht nur die Produktionskosten, sondern da kommen ja auch noch Lagerkosten, Angestelltenkosten und dazu. Am Ende ist immer noch bestimmt ein guter Gewinn übrig, denn eine Firma arbeitet auf Gewinn. Ja, das ist klar. Und ich würde nur mal als Beispiel, nehmen wir mal Red Bull als Beispiel. So eine kleine Dose. Was kostet so eine kleine Red Bull-Dose? Ich will mal kurz gucken. Ungefähr 2 Euro, oder? Wie viel kostet die? 1,45. Sagen wir mal, oh, im Durchschnitt 1,50 Euro. Ich kann euch sagen, so eine kleine Dose Red Bull kostet Red Bull in der Produktion, ich weiß es nicht, ich würde sagen 20 Cent ungefähr. 20 Cent. 10 bis 20 Cent bei der Menge, die sie produzieren. Wahrscheinlich noch weniger. Da macht aber niemand irgendwie eine Ansage drüber. Weil wenn ihr jetzt mal prozentual rechnet, was da für eine Gewinnmarge auf eine Dose Red Bull ist, ist es im Grunde nichts anderes als wie bei so einem Pulver. Insofern kann ich da das Preis-Leistungs-Angeprangere nicht verstehen. Ich finde, meine persönliche Meinung, egal ob der hier, egal ob die Marke daneben oder die Marke daneben. Wenn ich mir für 40 Euro so ein Ding hole oder für 35 oder 45 und ich kriege am Ende 80 Portionen raus, ist es immer noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis pro Portion. Corona 92. Ich kann dir sagen, und mir ist es auch egal, ob du es anders siehst, wenn ich so einen Drink zu mir nehme, egal ob damals Fesky oder jetzt Gamers Only, dann habe ich einen besseren Fokus auf das Spiel. Auf das, was ich zocke. Wenn du es nicht so siehst, ist es völlig in Ordnung, Digga. Einige trinken Kaffee, um wacher zu werden. Werden sie wirklich wacher? Oder ist der Placebo-Effekt? Aber sie fühlen sich wacher. Gut. Wenn du einen Energy-Drink trinkst, hast du wirklich mehr Energy? Oder ist es vielleicht nur Placebo-Effekt? Man weiß es nicht. Aber du fühlst dich, als wenn du mehr Energy hast. Wenn du Cola abends vorm Schlafen trinkst, kannst du wirklich nicht einschlafen davon? Oder sagt dir dein Kopf, dass du davon nicht einschlafen kannst, obwohl du eigentlich schlafen hättest können? Das ist alles... Alles so hätte, wenn und aber. Wie gesagt, und deswegen habe ich auch kein Problem damit, das als Partner zu nehmen und zu bewerben. Es kommt dann immer dieses Standardargument, oh, die 12-Jährigen kaufen das. Mit Sicherheit kaufen das auch vielleicht 12-jährige Kids, diese Produkte. Aber 12-Jähriger kauft sich auch Energy Drink, whatever. Also ich finde, das ist halt so wieder so eine Standardaussage, oh, 12-Jährige. Egal, ob es jetzt 12-Jährige oder 18-Jährige kommt, letztendlich kann jeder für sich selber entscheiden, was er kauft. Wenn ein 12-Jähriger über Online-Zahlungsmittel verfügt und sich so etwas kauft, ist es vielleicht nicht die beste Möglichkeit für ihn. Aber es ist niemand gezwungen, es zu kaufen. Und ich hoffe einfach, dass auch die Eltern ein bisschen darauf achten, was Kinder zu sich nehmen. Es ist nicht in Ordnung, dass ein 12-Jähriger ein Level Up oder ein Gamers Only trinkt oder ein 11-Jähriger. Es ist aber genauso nicht in Ordnung, als wenn ein 12- oder 13-Jähriger sich ein Energy kauft. Das liegt nicht in meiner Überwachung, sondern in der Überwachung der Eltern. Freue mich auf das Stay-Gespräch drüber. Ich werde mit Stay da nicht drüber quatschen, groß, also privat tauschen wir uns aus. Aber ich kenne seine Ansicht dazu, ich muss mit ihm da nicht drüber quatschen. Ich kenne seine Meinung dazu und respektiere die Meinung auch, ist in Ordnung. Aber ich werde nicht nur, weil Leute sagen, oh, finde ich jetzt nicht gut, damit aufhören, das als mein Partner zu bewerben. Ganz im Gegenteil, Digga, bevor die Diskussionen losgegangen sind über die ganzen Booster, habe ich auch schon Partner davon, also ein Fesky als Partner gehabt. Und hatte ja ursprünglich mit Fesky gekündigt, um mit Uwe einen Gaming-Booster rauszubringen, was nicht geklappt hat. Und insofern, Digga, diesen Weg, den ich jetzt eingeschlagen bin, wollte ich auch schon vor 2 Jahren einschlagen. Für mich ist da nichts Verwerfliches dran. Ich respektiere Leute, die sagen, finde ich nicht in Ordnung, das Zeug, abzocke, whatever. Kein Problem. Ist gar kein Problem, Digga. Dann kauf es dir nicht und gut ist. Also wenn ein 12-Jähriger plötzlich in der Küche steht und irgendwas zusammenmixt, sollte jeder Elternteil mal nachfragen, was er da nimmt. Ja, also ich bin vertrete auch diesen Standpunkt, dass die Eltern darauf achten sollten, was ihre Kinder zu Hause trinken oder was sie sich im Internet bestellen. Da sollten Eltern auf jeden Fall einen Fokus drauf haben. Und ich kann nur meinerseits sagen, wenn ihr 12 oder 13 seid, trinkt das nicht. Das ist nichts für euch in dem Alter. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich frage mich, für was man als Casual Gamer sowas braucht. Und aus einer Gurke wird auch kein Pro wegen Gaming Booster. Ich habe nicht gesagt, dass ich zu einem Pro werde bei einem Gaming Booster. Also prinzipiell ist es ein Fokus Booster, der dich aus meiner Sicht mehr fokussiert auf das, was du machst. Ob es am Ende mehr Placebo-Effekt ist als Realität. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde den Geschmack gut, ich finde das Getränk gut
Und ich bevorzuge es definitiv im Vergleich zu normalem Energy. Und das habe ich damals schon gemacht mit Fesky. Ich habe eigentlich nur immer Fesky getrunken. Habe nie Energy Drinks bei mir im Stream getrunken in der Zeit. Dann habe ich mit Fesky gekündigt. Habe wieder angefangen, Energy Drinks zu trinken und also finde es gut, dass ich die Energy Drinks jetzt wieder sein lasse und mir im Stream einen Fokus Booster reinhau und gut ist. ZEC Plus hat das für 6 € rausgehauen, um zu zeigen, was das für Abzocken sind, die Billig Booster. Wie gesagt, das Thema hatte ich gerade schon, Digga. Deine Nike-Schuhe, die du anhast, die 100 € gekostet haben, haben in der Produktion auch nur 2 € oder 5 € gekostet. Alles, was du kaufst, kostet dreifach, vierfach, fünffach, zehnfach. Darauf sind Firmen ausgelegt. Firmen wollen Profit machen und müssen am Ende des Jahres Pluszahlen haben. Und keiner kauft sein Produkt für 2 € ein und verkauft es für 4 €. So ist es halt. So ist leider die Realität. Und ich mag Matthias. Ich habe mit ihm Privatkontakt ab und an mal über Instagram. Aber ich kenne seine Zahlen nicht. Aber ich würde mal behaupten, dass die Sachen, die er verkauft, nicht für 2 € produzieren lässt und für 4 € verkauft. Damit sind mit Sicherheit auch Sachen bei, die er für 4 € produzieren lässt und auch für 30 € verkauft. Also tut mir leid, aber da mit dem Finger raufzuhalten und zu sagen, oh, in der Produktion kostet das 6 €, deswegen ist es ein Billigbooster, aber ihr verkauft es für 40 €, oh, Schande überhaupt. Den Punkt fühle ich überhaupt nicht. 0%, Digga, gar nicht. Überhaupt nicht. Ist für mich ein nichtiger Grund, Digga. Man zahlt allerdings nicht für die Marke, sondern hauptsächlich wegen der Qualität. Ja, fühle ich nicht. Also ich weiß, was du meinst, aber fühle ich jetzt nicht so unbedingt, dass man für die Qualität. Also mit Sicherheit bezahlt man bei vielen Produkten auch irgendwo für die Qualität, aber letztendlich bezahlst du immer für die Marke auch und du bezahlst. Also wie gesagt, nochmal ganz kurz: Jedes Produkt, was ihr kauft, es sei denn, es ist bei Kick oder in einem 1-Euro-Shop, selbst in einem 1-Euro-Shop, aber jedes Produkt, was ihr kauft, ist darauf ausgelegt, profitabel zu sein und Gewinn zu machen. Das heißt, ihr kauft euch Nike-Schuhe, ihr kauft euch einen Fernseher, ihr kauft euch ein iPhone, ein Samsung, whatever. All diese Produkte kosten in der Produktion einen Bruchteil von dem, was sie im Wiederverkaufswert kosten. So ist es halt einfach, Digga. Standard PlayStation-Controller kostet 70 Euro? 40 Euro. 40 Euro kostet der so im Durchschnitt. 40 Euro, 40, 50 Euro, je nachdem. Was glaubt ihr denn, was der in der Produktion kostet, Digga? Was glaubt ihr denn, was der kostet? 20 Euro, 25 Euro, 30 Euro? Never ever, Digga. Der kostet vielleicht ein Fünfer. Fünfer bis Sechser, maximal. Eher unter 5 Euro noch. Da sagt auch niemand was, Digga. Firmen sind darauf ausgelegt, profitabel zu sein. Und alle anderen Punkte kann man drüber diskutieren mit mir gerne, aber diesen Preispunkt fühle ich halt einfach gar nicht, Digga. Fühle ich halt einfach gar nicht, Digga. Pulver und Controller vergleichen ist ein schlechtes Beispiel. Ja, okay. Dann Njor, dann erklär mir mal, wo da der Unterschied ist. Am Ende sind beides Produkte, beide kosten in der Produktion Geld. Wo ist da der Unterschied? Sag's mir mal ganz kurz.